Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Spannungsfeld von kurzfristigem Nutzen und langfristigem Erfolg. Beides zu vereinen ist für Lehrende oft ein ganz schöner Drahtseilakt. Denn die vom Beruf und Familienleben gestressten Teilnehmerinnen denken meist nicht über ein zielführendes Training nach. Sie sind froh, es überhaupt hierher geschafft zu haben. Am liebsten ist es ihnen, wenn sie abgelenkt und gut unterhalten werden. Aus Erfahrung weiß ich, dass sich die wenigsten Menschen für die Power-Response-Logik interessieren. Sie haben andere Sorgen. Einer meiner Lehrer hat mal gesagt, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Also habe ich mir angewöhnt, um die Ziele, Wünsche und Bedürfnisse der Anwesenden zu kreisen und den kurzfristigen Nutzen in den Mittelpunkt zu stellen. Da die Power-Response-Leitlinien flexibel und die Power-Response-Basisübungen wandelbar sind, ist es mir egal, welchen Anliegen wir dienen. Denn ob wir den unteren Rücken stärken, die Brustmuskulatur trainieren oder den schmerzenden Nacken lockern, ist egal. Denn am Ende gleiten wir sowieso wieder in den Power-Response-Flow hinein und üben uns im flexiblen Gebrauch der Leitlinien. Nachhaltigkeit, Disziplin und Konsequenz können wir bei den meisten Menschen nicht voraussetzen. Aber wenn wir sie geschickt ködern, können wir mit Hilfe der Power-Response-Logik für einen langfristigen Erfolg sorgen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein leckeres Training. Bis bald.